bestes Wetter. Der Wind kommt konstant von vorne. Es könnte nicht besser laufen. Wir fahren gerade mit, ich glaube, so 240 Watt den 28er Schnitt. Und ja, macht jetzt, könnte mehr Spaß machen. Guten Morgen, Leute, was geht? Da ist immer gut, ja. Aus irgendwelchen Gründen ist das hier Roberts Lieblingsplatz zum Pinkeln. Wir halten hier immer an. Robert, ich glaube, du musst einfach schon pinkeln, wenn du weißt, dass wir hier vorbeifahren, ne? Ja, es geht heute von den Temperaturen echt und deswegen finde ich immer, dass es nicht schadet, wenn man mal auch von der Rolle runterkommt. Oh, Robert ist schon fertig. So, jetzt wird trainiert. Ja. So, ich würde sagen, wir waren ziemlich gut in gewohnter Bescheidenheit. Robert, was war dein höchster Wattwert? Weißt du es? 869 auf 11 Sekunden. Genau. Maximal. Vielleicht ein Tausender. Ja, Leute, das war jetzt irgendwie ein Mega-Fail. Ich hatte ja eigentlich vor, wie ich gerade eben angekündigt hatte, das Hallentraining zu filmen und nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe es einfach total vergessen. Manchmal wird man halt einfach dann so vom Training und der Konzentration verschlungen, was ja auch gut ist. Für mich, für euch halt dann nicht, weil ihr dann weniger aus dem Training mitbekommt. Aber so ist es eben. Dafür nehme ich euch heute mit in den Kraftraum. Viele, viele Fragen da immer. Hey Felix, was machst du eigentlich im Kraftraum? Weil ihr ja schon oft gesehen habt in den Videos oder auch auf Instagram, dass wir zumindest an den Tagen, wo wir in diesem schönen Kraftraum, den ihr gleich sehen werdet, sind, meistens wirklich verhältnismäßig ziemlich schwere Gewichte bewegen. Und ich würde euch deswegen da einfach mal mitnehmen und einfach mal die Trainingseinheit von heute vorstellen. Wobei die ein bisschen anders ist als sonst, weil ich habe ziemlich heftig Muskelkater vom Hallentraining gestern vom Zirkel und ich kann es mir vorstellen, dass bei den anderen auch nicht so viel besser aussah. Das heißt, wir werden uns heute vor allem auf die unteren Extremitäten beschränken. Soweit, so gut. Jetzt schauen wir uns mal an, wie der Plan ist heute. Oh, es ist abartig kalt, Leute. Gestern noch bei 10 Grad ungefähr Rad gefahren. Heute früh musste ich schon das Auto freikratzen in der Früh und jetzt sind 0 Grad. Boah. Naja, hier im Kraftraum ist es wärmer. So, Wasser ist immer ganz wichtig und Laptop sind da. Versteckt sich das Training für heute. Meistens beginnt eine Trainingseinheit damit, dass die Leute reinkommen, mich fragend anschauen und ich dann irgendwie sowas sage wie: Jetzt wärmt euch halt auf. Dann machen wir uns fast. Sorry. Dann machen wir uns fast immer mit diesen Minibands warm. Die Übungen seht ihr hier. Und dann wird es für alle mega spannend, wenn ich den Plan verkünde. Okay, gut zuhören, Leute, weil ich sag's wie immer nur einmal. 3x4 Durchgänge Kniebeuge, 85-90%. 3x5 Wiederholungen Romanian Deadlift. 3x3 Wiederholungen Split Squat. 2x6 Wiederholungen einbeinige Romanian Deadlifts mit Hantel. Und 2x einen sitzenden Twist. Ich schaffe bei der Kniebeuge 3x 100 Kilo und mache jetzt ein Warm-Up-Set mit 60 Kilo und dann noch 3 Durchgänge a 85 bis 90 Kilo ungefähr. Ist ziemlich scheiße, dass du den Plan den Teil. Ja. So, man sieht auch, wie gut ich organisiert bin, denn der Akku von der großen Kamera ist im Eimer. Na klasse. Mein Training ist trotzdem passiert, ich schwör's. So, es wurde zwar nicht viel aufgezeichnet jetzt, aber das Training ist geschafft. Die Leute sind jetzt stark plötzlich. Robert? Okay, sehr gut, cooler Move. David noch einen Move. Es wurde gefragt,
Es wurde gefragt, wie es dir geht, weil du warst schon länger in den Vlogs nicht mehr. Echt? Ja. Hat der Jakob Hees gefragt. So, jetzt bin ich nochmal hier am Barbados. Der Mittwoch ist immer ein bisschen heftig, weil ich zuerst in der Früh bei den Schwimmern mitschwimme, auf der 50 Meter Bahn und dann abends hier nochmal bei den Young Masters, das ist eine 25 Meter Bahn. Ist aber ganz cool. Insgesamt ist auch eh nicht mehr so viel Umfang abends dann und es wird eher mehr gesprintet und ja, einfach insgesamt mehr so ein bisschen Schnelligkeit da abends immer und macht auch mega Spaß, weil es eine große Gruppe ist. Und das werde ich jetzt noch machen, da gehe ich dann ja, gegen 9:30 aus dem Wasser und dann Abendessen, freue mich dann am Donnerstag ausschlafen zu können. Ja, das war der Trainingstag heute und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich mal ins Schwimmen und bedanke mich beim Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video.